Was hat er jetzt vor? Er beschwört neue. Jedenfalls einen neuen, oder? Wow. Nicht so toll. Hilfe. Das ist eine Ecke. Aber hey, hier kann ich ihn vielleicht besiegen. Gut. Okay, ich habe ihn besiegt. Du kriegst das. Und jetzt weg mit den Untoten vor mir. Ja. Du hast zum Glück den da. Komm, mach eine Sphäre. Oh, das klappt sogar. Du? Das ist war nicht so toll. Komm, schnell wieder Belebungstrank. Du trink den Heiltrank. Noch einer. Das ist ein Witz, oder? Mist. Das war falsch. Okay. Krieg das hin. So. Ja, es gibt hier instant Tränke. So. Bitte lass das jetzt das gewesen sein. Gut, einmal ordentlich in Panik Ressourcen verschwendet. Oh. Amulett of Negal. Health plus 50. Das würde ich am liebsten dir geben. Da bist du aber überladen. Ey, ich dachte, du wärst immun gegen... Ja, jetzt bist du wieder immun gegen überladen sein. Longsword und noch ein Longsword. Wir haben ja schon ein Longsword. Okay. Und wir hätten da hinten auf jeden Fall den Schlüssel. Und einen neuen Wiederbelebungsstein. Ja, okay. Uff. Licht geht aus. Du kriegst mal wieder deine Sphäre in die Hand. Obwohl, mach dir noch mehr Mana-Tränke. So. Na komm, einer geht noch. Sicher ist sicher. Oh, und den dann noch. Und ich sehe eine Schatztruhe da unten. Ja, darum. Da, dann geht es zu einer Schatztruhe. Ach so. Die hatten wir schon mal, die Schatztruhe. Gut. Du kannst wieder auf deine Armbrust umswitchen. So. Oh. Da hat sich einer nach draußen verirrt. Ich habe aber auch noch ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Weil es waren zwei Wormbounds, die Unsterblichkeit bekommen haben. Dass wir noch einem hier begegnen werden. So, erst einmal.
geht es zurück zum blauen Kristall. Abspeichern, sicher ist sicher. Okay, wir können noch 6 Resurrection Potions. Naja, 5. Ich hebe, muss immer dran denken, mir was von den Kräutern aufzuheben. Ich weiß immer noch nicht, was man mit den anderen Kräutern anfängt. Oh ja, wir können mal kurz... Ups, jetzt habe ich die 0 vergessen. Wir können mal kurz Experimente machen mit diesen Kräutern hier. Das bringt nichts. Das bringt was. Hey, das sind solche... Das sind solche Dings, so Steigerungstränke. Grün, blau, rot. Hä? Bloodwood Cap. R und Dix. Ah, macht das. Ist das hier ein Geschicklichkeitstrank? Okay. Und das müsste dann. Ja, Vitality steigern. Cool, das sind Steigerungsteile. Krass. Das heißt, wenn ich jetzt sowas braue, habe ich einen Stärketrank. Hell yeah. Stats. Okay. Brauchen wir noch einen für sie hier. Dass sie etwas mehr tragen kann. Das hätte ich früher machen sollen. Das müsste wahrscheinlich dann Wille sein. Was ist das? Vitality. Du hast schon sehr viel. Du hast 21, du hast nur 20. Okay. Da deine Protection nicht ganz so gut ist, kriegst du einen Vitality-Trank, der fast nichts bringt. Naja, schade. Okay, einen Dex-Trank für ihn. So. Und dann lassen wir das erstmal gut sein. Jetzt will ich erstmal kurz zurückgehen und gucken. Wir haben ja gespeichert, was hinter der goldenen Schlüsseltüre ist. Ob ich Glück habe und da was Interessantes finde. Ah ja, das brauchen wir dann auch nicht mehr. Das können wir dann auch irgendwann loswerden. Was ich gebrauchen könnte. Wer kriegt Health? Resist Cold brauchen wir zurzeit nicht mehr so wirklich. Jetzt hast du aber einiges an Health. Ach ja. Gib nochmal her. Wir brauchen dringend neue Heiltränke. Wie viele hast du noch? Du hast einen noch. Du hast jetzt 2. Dann kriegst du noch einen. Du kriegst noch 2. So, und alle anderen sind okay soweit. Ich stelle mir das wirklich immer noch verdammt übel vor, wenn man 2 Alchemisten in der Gruppe hätte. Da verdoppelt man ja eigentlich die irgendwann die Kräutergeschwindigkeit, wenn jeder von denen die Kräuter hat. So, Klick. Meteor, Greaves und Munition. Meteor, Greaves. Wir haben Crystal Gauntlets und jetzt haben wir Meteor Greaves. Wo sind denn die? Protection plus 18. Hast du schon Schuhe? 2,6 Kilo, das ist ja gar nichts. Zieh die mal aus. Wow, jetzt hast du fast so viel Protection wie er. Kriegst du die hier, weil du trägst immer noch alle Leder-Boots. Okay, das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Cool.
Das heißt, wir haben jetzt einen Teil von einem Kristallset und einen Teil von einem Meteoritenset. Ich nehme mal an, den Meteoriten, den wir gefunden haben hier, daraus müssen wir noch einen Teil vom Set herstellen. So. Oh, da fällt mir ein. Nein, der ist es nicht. Das ist es auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Handschuhe sind es auch nicht. Stab ist es auch nicht. Sphäre nicht. So ein Stab auch nicht. Stein? Nein. Schaufel? Nein. Heiltrank? Nein. Recycles from beneath. Ich habe immer noch so das blöde Gefühl, dass es Schuriken sind. Was ist hier? Ein Silberzepter. Hier macht es auf jeden Fall schön Bumm. Hier ist ein Stück Käse versteckt gewesen. Das kannst du gleich mal essen. Wow. Da ist mal wieder so ein Feuerballwerfer. Wow. Da ist ein Teleporter. Hilfe. Da kann ich einfach nur durchgehen. Okay. Ja, wir können in die Zepterkammer reingucken. Wir können uns hier weiter umgucken. Wow. Aua. Das hier sieht nach keinem lustigen Raum aus. Autsch. Jetzt bin ich unten. Unten gibt es Knochen. Knochen bedeuten nichts Gutes. Aua. Okay. Da muss es irgendwo lang gehen. Aber da unten sind mir zu viele Untote und ich bin zu angeschlagen. Aber ich höre auf jeden Fall hier hinter irgendwo schon mal einen eine Energy Potion. Eine Schaufel und ein Text. There was nowhere to hide from sunlight. The loneliest of all trees resides. The missing limb will point you to the right direction. Just walk as far as the eye can see. Ich kenne viel zu viele Orte, an denen sich die Sonne nicht verstecken kann. An denen man sich nicht vor der Sonne verstecken kann auf der Insel. Ach ja, ich bin eins drunter. Hier nicht. Wo man sich nicht vor der Sonne verstecken kann, das wäre eigentlich hier. Kann man sich noch nicht vor der Sonne verstecken. Shipwreck Beach.